Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft und ich mache jetzt erstmal hier bei der Musik- und Geräuschoption das Wetter auf 7%. So, ihr fragt euch jetzt bestimmt, in der letzten Folge hatte ich diese Fäden hier noch nicht. Ich habe gerade eben einen Creeper und eine Spinne getötet, deswegen habe ich die. So, wir wollten das letzte Mal hier oben eine kleine Farm anlegen. Und ich würde sagen, bevor wir das machen, gehe ich erstmal wieder runter, baue mir erstmal Schaufel und hole mir ein bisschen Weizen. Also ein bisschen mehr. Es leckt ein wenig, aber es ist eigentlich egal, weil es ja auch gar nicht so viel leckt. Ja, ihr hört, ich bin lauter. Es klingt daran, dass ich ein bisschen an meinem Mikrofon verändert habe. Ich bin jetzt eigentlich so laut zu hören, wie ich es eigentlich laut sein müsste. So, was haben wir denn jetzt hier drin? 7 Eisen, okay. Ich bin hier gerade. Ja, ihr seht schon meinen neuen Skin. Mir hat mein alter Skin nicht mehr gefallen. Weil ich habe jetzt einen neuen Skin gemacht hier. Eine Art Shadow the Hedgehog, nur halt eben in Blau, weil Blau meine Lieblingsfarbe ist. Und hier oben hinten ein Cape mit einem T, da steht für Tucklet. Einfach, weil mir mein alter Skin nicht mehr gefallen hat. So, aber jetzt brauche ich erstmal Eisenschwert. Ihr denkt jetzt bestimmt, hä, warum hat er da, wieso hat das Eisenschwert die Textur vom normalen Texture Pack? Ganz einfach, ich habe hier mein eigenes Texture Pack erstellt. Und ich habe schon die Textur vom Eisenschwert, deswegen muss ich die Textur vom Specs Eisenschwert rausmachen und habe die Textur von meinem Texture Pack Eisenschwert reingetan. Das Dumme ist, die Textur von meinem normalen, von meinem Eisenschwert wird nicht erkannt, deswegen nimmt es automatisch die Standardtextur, damit hier nicht irgendwie steht, Textur, Missing, File, irgendwie sowas. Ich würde sagen, ich ziehe mir jetzt aber erstmal wieder mein Dingens an. So, alles klar. Und ich glaube, wir müssen heute... Heute hatte ich eigentlich vor, ein bisschen an der Basis zu verändern, aber ich würde sagen, wir gehen heute lieber mal ein bisschen Fleisch jagen und so. Ich mache jetzt mal... Ansonsten ist alles voll, okay. Ich habe den Regen jetzt ein bisschen leiser gestellt, weil es kann sein, dass der meine Stimme übertönt und er hört sich auch EWE nur schlecht an. Deswegen... Na gut, ich habe nichts gegen Regen, aber es nervt einfach nach einer Zeit. Jetzt habe ich... vergessen, mir eine Hoe zu craften. Da ist ein Hin- und Her gehopselt, glaubt ihr mir nicht, Leute. Obwohl doch eigentlich schon, das hätte direkt, ihr guckt ja gerade zu, also glaubt ihr es mir auch. So, alles klar. Hier rein. Und dann crafte ich mir eine Hoe. Fang an zu ackern, da. Ein so lustiger Wortwitz. Oh, das war gerade richtig schlecht, wie mich einfach mal der Zombie angegriffen hat und ich dabei auch noch Leben verloren habe. Aber ist ja auch egal. Weil normalerweise ist es ja so, wenn du einen Zombie hast, den schlägst du und der erreicht dich gar nicht, weil du ihn so oft schlägst, dass der dich nicht erreichen kann. Aber jetzt ist ja auch egal. Dann gehen wir mal hier hoch. Ein Wassereimer habe ich auch schon dabei. Gott sei Dank. So, nee, ne? Ja, nee, ist klar. Und ich habe mit einer Schaufel zugeschlagen und die Spinne, die nähert sich mir natürlich nicht, die greift mich natürlich nicht an, aber der Zombie schon, oder was? Da muss ich mal ganz schnell hier. Oh, nicht, dass ich einen Hunger verrecke, Leute. Ich muss mich beeilen. Das wird ziemlich bitter. Und der Regen, der nervt wirklich. Aber das ist ja auch scheißegal. So, dann Erde. Hier hin, ich würde sagen, ungefähr. Hier machen wir das Wasser hin. Das ist natürlich jetzt nicht die die letzte Farm, die wir gemacht haben. Also natürlich wird die Farm noch ein bisschen erweitert. Und ich will noch eine automatische Farm machen. Aber ich will halt eben das so machen, dass wir für den Anfang mal was zu essen haben. Ne? Also nachher die Farm wird natürlich viel größer und automatischer und viel mehr cool, viel cooler. Aber für den Anfang reicht das hier auch.
Ich weiß, man kann die eigentlich noch größer machen, aber ich bleibe jetzt mal bei der Größe hier von dem Erd. Von der abgeackerten Erde. So, was haben wir hier? Ich muss mal gucken. Weizen. Also Samen wären mal nicht so schlecht, ne? Verstehst, was ich meine? Vielleicht hier noch was. Ah, hier ist ein Samen. Weizenkorn, ja, Weizenkorn habe ich noch gesagt. Ich muss sagen, hier mit diesen kleinen Unterschlupf hier werde ich auch noch was machen. Ich meine, das sieht so geil aus. Jetzt habe ich hier voll die geile Welt erwischt, ne? Aber machen mit der machen tue ich nichts oder was? Nee, nee, Leute. Also wir werden hier noch einiges Geiles craften, aber das ist halt eben so. Wir sind noch am Anfang, deswegen müssen wir erstmal anfangen zu farmen und so. Also ein bisschen Diamanten zu holen und Eisen, ne? Bevor wir uns jetzt richtig so riesige Villen und Häuser bauen, wie ich es eigentlich vorhab. Also mein eigenes hießliches Ziel von der Season 1 hier von Let's Battle Minecraft ist erstens hier oben da wo unten, nee, nicht da, hier irgendwo auf dem Berg eine riesige Festung zu bauen. Also sozusagen ein, naja, Bergfried kann man es nicht nennen, obwohl du eigentlich schon. Und also so einen riesigen Turm, weißt du, was ich meine, ne? Da, und natürlich am Ende noch den Enderdrachen zu besiegen, ne? Und warum sage ich Season? Ganz einfach, weil das Let's Play Minecraft hier auf der Welt, das werde ich irgendwann mal abbrechen. Also, wenn ich halt eben dieses Ziel erfüllt habe, hier oben auf dem Berg eine Festung zu bauen. Und wenn ich im Never, wenn ich im Ende war und den Drachen besiegt habe, dann mache ich eine neue Season. Also, dann spielen wir nicht mehr auf der Welt weiter, aber es kommen noch weitere Minecraft-Folgen. Aber bisher sind wir ja noch ganz am Anfang, das dauert eh noch eine halbe Stunde. Bevor ich jetzt hier wegen den Scheißviechern verrecke, gehe ich hier nach unten und grab mich irgendwo ein. Na, nicht eingraben, ich gehe in meine Base natürlich. Och nee, bitte nicht. Sag, dass das nicht wahr ist. Mach schon mal ein Koordinatensystem an. Einfach aus dem Grund, vielleicht sterbe ich ja gleich. Und da muss ich mir die Koordinaten meiner Base merken. Also 110, 150, alles klar. So, haben wir hier irgendwas? Bla 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 bla. Was war? Ich war nicht mal in der Nähe eines Creepers und hier explodiert was. Ist ja super. Finde ich richtig schön. So, ich würde sagen, wir haben hier direkt ein Sumpfbiom. Wie wäre, wenn ich einfach mal nach Pilzen Ausschau halte? Ich glaube zwar, um ehrlich zu sein, nicht, dass hier irgendwelche Pilze wachsen, aber na gut, es müssen hier irgendwo Pilze wachsen, das ist klar, aber ich glaube, es sind eher so. Ja toll, der erste Pilz wurde ja schon in die Luft gesprengt. Das hört sich jetzt an wie ein Atompilz, aber wisst, was ich meine. Jo, ansonsten in der Folge ist jetzt eigentlich nichts passiert. Wir haben noch eine Minute. Ich habe jetzt eigentlich gar nichts gemacht, aber ist ja auch egal. Ist ja nicht die letzte Minecraft-Folge. Kaum zu fassen, dass die 9 Minuten so schnell um sind, Leute. Also die 9,5. Ich könnte mal wieder oben zur Farm gucken. Vielleicht ist da was nachgewachsen, obwohl, ich glaube nicht. So schnell geht das nicht. Und Leute, ich würde sagen, das nächste Mal gehen wir wieder auf Höhlenerkundung. Nee, Quatsch, nicht auf Höhlenerkundungstour. Wir gucken uns mal hier auf der Welt, hier auf der Oberwelt ein bisschen umgehen auf Erkundungstour. Wer weiß, was uns noch alles begegnet. Und was ich noch sagen wollte, wie gesagt, es kommt ja eine neue Minecraft-Season irgendwann, wenn ich meine Ziele hier erreicht habe. Und es kann sein, dass sie nicht im Vanilla-Minecraft kommt, sondern in irgendeinem Minecraft mit Mods, wie zum Beispiel Attack of the Bee Team, Feed the Beast, Hexit. Ist ja auch irgendwas davon halt. Also nicht, dass euch langweilig wird, weil wir die ganze Zeit nur Minecraft spielen. Wir werden auch mal irgendein Minecraft mit irgendwas mit Mods spielen. Und ich würde sagen, die Zeit ist abgelaufen. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis